Hallo und herzlich willkommen bei Löw TV. In diesem Video präsentieren wir Ihnen eine Pressekonferenz, bei der ein Interview zwischen Professor Peter Löw und dem Dean der IESE Business School Franz Heukamp stattfindet. Dabei wird über die großzügigen Stipendien gesprochen, die Peter Löw gespendet hat und der Grund dafür erläutert. Außerdem wird diskutiert, wie diese Stipendien die zukünftigen Führungskräfte unterstützen werden, sowie der Inhalt von Professor Löws inspirierenden Buch. Was ist so die Motivation, die da so hintersteht? Naja, nachdem ich dann schon eine ganze Weile so nachgedacht hatte, was denn alles gewesen war, kam dann auf die Idee, dass ich das doch vielleicht mal in Buchform zusammenfasse. Hier ging es ja so ein bisschen um die eigene Business-Geschichte, die ich mir dann rausgesucht habe. Der andere Grund war aber auch so ein bisschen so eine Art kleines Lehrbuch zu schreiben, also auch so meine Erfahrungen an andere weiterzugeben. Peter Löw ist ein erfolgreicher Unternehmer und Investor, der sich auf die Sanierung maroder Unternehmen spezialisiert hat. Gemeinsam mit seinem Partner hat er über 300 Unternehmen saniert und erfolgreich weiterverkauft. Sein Geschäftsmodell basiert darauf, neue Unternehmen zu erwerben, sie restrukturieren und mit Gewinn zu verkaufen. Diese erfolgreiche Methode hat ihm Wohlstand und Anerkennung gebracht. Martin war in einem M&A-Fund. Wir haben uns also hingesetzt und haben gesagt, was können wir? Wir können Firmen kaufen. Wir können Firmen führen. So, und was wir nicht wollen, ist, wir haben nur unser eigenes Geld. Wir wollen keine Bankkredite aufnehmen. Das heißt, wir haben also, nachdem wir nur eigene Cashflows einsetzen wollten, waren wir gezwungen, Firmen zu kaufen, die nicht so viel kosten. Und so kamen wir automatisch in den Bereich der Distressed-Unternehmen hinein. Die Psychologie spielt eine wichtige Rolle bei der Sanierung von Unternehmen. Außerdem betont der Professor die Bedeutung harter Arbeit und Engagement, um die Mitarbeiter zu motivieren und aus ihrer Lethargie zu befreien. Wie ist das mit der Menschenkenntnis? Wie ist die besser geworden? Ist das wichtiger geworden? Der ganze Turnaround ist natürlich teilweise eine Handwerkssache. Es ist aber auch sehr viel eine psychologische Leistung, die man haben muss. Denn wir haben jetzt Mitarbeiter, die auch nicht ganz so, wie soll ich sagen, wie in einem Gutunternehmen mit, wie soll ich sagen, rechthaberisch dann auftreten, sondern die Leute sind am Boden zerstört. Ja, man kann also jetzt mit denen sagen, Freunde, wir müssen jetzt das Unternehmen gemeinsam wieder aufbauen. So, und wenn die Maßnahmen dann greifen und es tatsächlich wieder bergauf geht, dann werden die Leute so stolz, weil sie sehen ja, dass sie es selber geschafft haben. Immer dann, wenn wir denken, dass sie alleine jetzt in eine Wachstumsphase reinkommt, sollten wir diese Firma dann für einen teuren Preis verkaufen, dann sind die nicht neidisch, sondern dann sagen die, das ist unser Wert. Weil die haben die Erfahrung gemacht, für 1 Euro verkauft worden zu sein. Wenn wir die Firma dann für 30, 60 Millionen verkaufen, dann sagt keiner, das ist jetzt irgendwie komisch, sondern dann sagen die, unsere Firma ist 60 Millionen wert. Ich als Teil der Firma bin einer, der 60 Millionen wert ist. Professor Löw betont die Bedeutung von Ethik im Geschäftsleben und unterstützt gewählte katholische Studenten der IESE Business School mit Stipendien. Er ist der Meinung, dass Manager nicht nur gut ausgebildet sein sollten, sondern auch ein ethisches Fundament haben müssen. Ja, Sie haben an IESE ein Stipendium eingerichtet mit Ihrer Frau, Clara zusammen, das Familie Löw Stipendium, was sich ganz gezielt darauf ausrichtet, Führungskräfte zu fördern, jedes Jahr eine Führungskraft, die Arbeit an einer Institution, einer Einrichtung, die die katholische Soziallehre versucht umzusetzen. Vielleicht noch ein Wort dazu, was Sie dazu bewegt hat, als Stifter auch tätig zu werden, diese Art der Bildung zu fördern. Naja, ich selbst habe mit dem Martin, wir haben ja auch ein MBA gemacht, aber das war eben in INSEAD. Damals war es eben auch so, dass ich, sagen wir mal so, die Qualität einer MBA-Schule spiegelt sich nicht nur im Lehrkörper ab oder in dem Programm. Ja, und es gibt eben einige Schulen, die in dieser Spitzenregion sind. Das ist sicherlich das INSEAD, das ist aber sicherlich eben auch die IESE. Und ich hatte damals auch gesehen, wie schwierig es doch war für Leute, die sich das nicht leisten konnten. Ja, dahin zu kommen. Die Idee war hier zu sagen, wir brauchen gut ausgebildete Manager, insbesondere auch an katholische Studenten richten, die da gefördert werden sollten, weil ich eben
Weil ich denke, man braucht Leute, die eben nicht nur alleine in diesen wirtschaftlichen Kategorien denken, sondern die eben auch ein ethisches Gerüst drumherum haben. Und die katholische Soziallehre oder das Katholischsein ist für mich jedenfalls ein gewisser Nachweis, dass es Leute sind, die eben auch eine gewisse ethische Verantwortung haben. Familie hat für Peter Löw höchste Priorität und er betont die Bedeutung von Family First in seinem Leben. Wie wichtig ist Familie in dem Zusammenklang mit Beruf? Viele der Erfolge oder der Tätigkeiten, die, wenn ich es mal auf mein Leben beziehe, die ich so unternommen habe, würde ohne Familie gar nicht gehen. Ich habe 8 Kinder und bin rundum glücklich. Am Ende der Veranstaltung gab Professor Löw noch eine kleine Vorstellung seines verfassten Buches.